Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger und heute gibt es für euch wieder eine One Piece Diskussion und zwar zu den Numbers, die wir im letzten Kapitel 954 gesehen haben. Wer könnten die Numbers genau sein und auf welchem Rang bzw. wie stark sind diese Numbers denn ungefähr? Wie ich finde, ein sehr interessantes Thema und die Numbers könnten sehr wichtige Gegner für ein paar Strohhüte sein oder eben für die neuen Schwertscheiden. Also erstmal besprechen wir den Rang dieser Numbers. Was genau könnte ich mir vorstellen? Also demnach haben wir bis jetzt die Headliner, die Flying Six, also die Flying Six sind die Elite der Headliner und natürlich die Kommandanten bzw. die Katastrophen. Und meiner Meinung nach sind die Numbers einen Rang höher als die Flying Six. Weil wenn wir vom Kartensystem ausgehen, haben wir ja King, Jack und Queen und danach folgen ja im Kartensystem die Zahlen. Und die Zahlen sind ja natürlich die Numbers in dem Fall. Also macht es eher Sinn, dass die Numbers unter den Katastrophen sind, aber über den Flying Six. Zumindest ist es meine Meinung dazu. Zum Beispiel wird es auch erklären, warum zum Beispiel Sanji sehr leicht mit Page One fertig wurde und ihn ziemlich schnell wahrscheinlich besiegt hat. Er ist einfach nicht auf dem Niveau vom Sanji und Sanji sollte ja zumindest auf dritter Kommandant Level sein oder zumindest einen kleinen Ticken drunter. Und die Numbers sollten, denke ich, sich auf seiner Ebene befinden, ungefähr. Klar könnte Sanji da auch ein bisschen stärker sein, aber die sollten ungefähr auf einem Level sein. Schätze ich zumindest so ein. Jetzt kommen wir mal zu der Frage zu Drake. Wie stark ist er denn? Weil er ist ja Flying Six, also wahrscheinlich unter den Numbers. Aber ich denke, er ist eine Ausnahme, da Drake einfach noch nicht so lang bei Kaido dabei ist. Also ein Jahr zumindest. Drake könnte auf dem Level von den Numbers sein. Also so wie Sanji, aber Page One und die anderen nicht. Natürlich haben wir noch den Hawkins und er wird auch ziemlich stark sein. Auch auf der Stufe der Numbers, so wie Sanji auch, denke ich zumindest. Warum die beiden nur Headliner sind, könnte man halt erklären, dass sie noch nicht so lange dabei sind. Beste Beispiel ist einfach hier mit Hawkins, er ist seit kurzem dort, deswegen nur Headliner. Dann hätten wir einen Drake, der schon ein Jahr circa dort ist, der einfach dann zu den Flying Six gehört, also sogar zu den Eliten der Headliner. Und dann hätten wir noch Apu, der wahrscheinlich schon seit langer Zeit zu Kaido gehört, wie wir es im letzten Kapitel erfahren haben. Wahrscheinlich sogar direkt bei dem Timeskip, also schon 2 Jahre vielleicht, sogar mehr könnte ich mir vorstellen. Direkt, wo er auf die neue Welt gekommen ist, das könnte ich mir so ungefähr vorstellen. Hätte den Rang schon mal geklärt. In der offiziellen Übersetzung werden die Numbers so vorgestellt, und zwar den Numbers of Onigashima. Hier finde ich das sehr interessant, weil hier sollte man das so erwähnen, dass es die Numbers of Onigashima sind. Und wir gehen jetzt die ganzen Theorien und Rassen durch, die sie vielleicht sein könnten, beziehungsweise was genau sie darstellen. Und das Wahrscheinlichste und Offensichtlichste ist, sie gehören zur Uni-Rasse genauso wie Kaido. Wenn man sich die Silhouetten genauer anschaut, erinnern sie schon stark an ein Kaido, zumindest Kaido-ähnlichen Wesen. Und nicht umsonst werden sie auf die Numbers of Onigashima genannt. Onigashima könnte halt die Insel sein der Onis. Und die sehen schon Onis sehr, sehr ähnlich, da sie die Keulen am Start haben, Hörner, die sie da am Start haben. Und Kaido muss natürlich nicht unbedingt ein Oni sein. Kaido könnte einfach auch ein Mischwesen sein zwischen Oni und Mensch. Diese Theorie gibt es schon lange. Und ich finde, die Onis können sie auch darstellen, da sie von Onigashima wahrscheinlich kommen. Ist so das, was am plausibelsten ist und so am weitverbreitetsten ist, sagen wir es mal so. Dann, meine Idee wäre zum Beispiel noch, dass sie die erfolgreichen bzw. stärksten Smile-Nutzer sind. Aber bis jetzt haben wir so Smile-Nutzer gehabt, die relativ schwach waren und lächerlich waren. Natürlich könnte man auch sagen, dass sie zum Beispiel zu der Uni-Rasse gehören und auch eine eben zum Beispiel eine Frucht gegessen haben, entweder eine Zoanfrucht oder eben eine Smile-Frucht. Wie gesagt, ich würde es irgendwie feiern, wenn wir auch Smile-Nutzer haben, die eben erfolgreich sind, beziehungsweise nicht solche Fehlschläge sind. Das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Dann zu einer sehr, sehr interessanten Idee, wie ich finde, und es gar nicht mal so abwegig ist, und zwar könnten das so einfach verbündete Piratenkapitäne sein. Warum denn nicht? Diese Vermutung finde ich ganz cool, weil es ist ja so, dass Scratchman Apu auch als einer der Numbers bezeichnet wurde, beziehungsweise so hat man es im Kapitel ungefähr angedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach das auch so verbündete Kapitäne sind wie bei Whitebeard damals, die eben einfach nur zu Kaido gehören, aber sie wurden immerhin als Numbers of Onigashima benannt. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, wäre aber cool, da ja Apu auch zu denen gehört und der nicht wirklich von Onigashima kommt. Vielleicht haben sie nur so einfach ihren Namen bekommen, man weiß es nicht. Aber ich finde, das könnte man sich gut vorstellen, ist auch mal eine Erwähnung wert. Es könnte ja wie gesagt aber auch eine Mischung sein, einfach aus irgendwie Onis, aus Smile-Nutzern, aus Piratenkapitänen und so weiter. Das sind ja nur Numbers, also Nummern, müssen ja nicht alle irgendwelche Onis sein oder sowas. Dann habe ich noch gelesen Riesen, aber das macht für mich sehr wenig Sinn, weil Riesen sehen nicht so
monströs aus. Ich würde es irgendwie feiern, wenn es paar Riesen dort gibt von den Lambas, die eben eine Zoanfrucht gegessen haben. Das wäre irgendwie cool, sowas hatten wir auch noch nie, wäre auch ziemlich geil. Also ich würde es feiern auf jeden Fall. Und als letzten Punkt, das ist jetzt nicht so interessant, aber dass es einfach irgendwelche antike Zoan-Nutzer sind, zum Beispiel auch irgendeine mit einer Dinosaurierfrucht oder irgendeine andere Kreatur von der Frucht her, kann man halt nicht so genau sagen. Also das, was mich am meisten mir vorstellen kann, ist eben die Uni-Rasse und dann noch eben weitere Piratenkapitäne bzw. einfach andere Teufelsfruchtnutzer. Wie gesagt, Riesen mit einer Zoan-Frucht wäre absolut feierbar. Ich bin gespannt, gegen wen die Nambas kämpfen werden. Die Nambas passen jetzt wirklich gut als Gegner, zum Beispiel für die neuen Schwertscheiden. Je nachdem, wie stark sie sind. Ich hoffe, dass sie nicht schwach sind, sondern wirklich echt was auf dem Kasten haben. Und wenn man so überlegen, wenn sie so auf X-Ray-Level wären, circa, wäre geil, wenn sie wirklich so stark wären. Ich denke nicht, dass sie stärker als Jack sind oder sowas, aber annähernd auf jeden Fall so stark sein werden, dass das gute Gegner für die neuen Schwertscheiden wäre. Ich will auf jeden Fall mehr von diesen Numbers erfahren. Wir werden sie, denke ich, spätestens beim Feuerfestival noch genauer sehen. Und da werden sie vielleicht mit den Namen vorgestellt. Und finde ich nice, dass es auch dort furchteinflößende Beast-Piraten gibt. Nicht so wie die ganzen Smile-Nutzer. So, das war's eigentlich zu dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von den Numbers? Wer könnten die sein? Wie stark sind sie ungefähr? Eure Meinung wird mich auf jeden Fall sehr interessieren. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Supportet mich auf jeden Fall. In dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Anime-Banger.